Und jetzt nehmen wir uns mal die Zeit und sagen anständig herzlichen Glückwunsch, lieber Emmanuel Macron. Dem frechen Franzosen wurde gestern in Aachen der Orden wieder den tierischen Ernst verliehen. Nee, der Karlspreis. Ist ja noch lustiger. So, und zwar ausdrücklich für Macrons Europavision. Erste Gratulantin, eine Frau in einem lachsfarbenen Kostüm, die ihre letzte Europavision irgendwann in den 80ern hatte. Und da war sie garantiert besoffen. Der Macron wird von uns mit Preisen und Komplimenten regelrecht zugeballert, damit er nicht merkt, dass wir auf keinen seiner Europavorschläge eingehen. Der arme Mann, achten Sie mal drauf, der arme Mann ist nach einem Jahr im Amt inzwischen völlig ausgemerkelt, das muss man so sagen. Ja. Jeden Lebensmut verloren. Dabei hat doch alles so wunderbar angefangen zwischen diesen beiden. Wir haben ja das schöne Wort von Hermann Hesse, allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Als ich das damals zitierte, wusste ich noch nicht ganz genau, dass die Bildung einer Regierung so lange dauert. Deshalb haben wir den Zauber ein bisschen konserviert und ein paar Monate weggelegt. Oh, wie romantisch. Ja, man könnte auch sagen, sie hat den Zauber weggetuppert und eingefroren. Das wäre die passende Analogie. Macron wollte eine Neugründung der EU, nicht weniger als eine Neugründung der Europäischen Union mit eigenem Haushalt, EU-Finanzminister und europäischer Eingreiftruppe. Gekriegt hat er eine Handvoll nichts. Wie enttäuscht sind Sie von Angela Merkel? Nein, keineswegs. Ich warte auf Vorschläge. Da kannst du lange warten. Gerade diese Woche, meine Damen und Herren, diese Woche mit Trump, beweist doch, wir brauchen dringend mehr Europa. Trotzdem hat Macron seine Hoffnungen auf Deutschland fast komplett begraben. Muss man so hart sagen. Ist traurig. Es ist traurig. Da kommt nichts mehr. Egal, was er Mutti erzählt, egal, wie recht er hat. Kennst du das auch? Neben dir haben nervige junge Franzosen ständig neue Ideen für Europa. Und du hast echt keinen Bock mehr auf das Gelaber. Dann hol dir jetzt den Noise-Canceling-Kopfhörer von Sony. Merci beaucoup, Madame la Chancelière, chère Angela. Dämpft nerviges Franzackengelaber um bis zu 80 Dezibel. Funktioniert auch bei Seehofer. Echt praktisch. Es ist ja so. Es ist ja so. Alles, was aus Deutschland noch kommt, ist reine Europa-Rhetorik. Phrasen und heiße Luft. Oder, noch schlimmer, populistisches Kassenwartgerede. Der faule Süden will an unser Geld. Wie so eine Schallplatte, bei der die Nadel hängen geblieben ist. Initiativen schon, aber wenn Initiativen immer nur dadurch enden, dass Deutschland alles bezahlt, da gibt es schon sehr viele Menschen in Deutschland, die sagen, also wir sind sehr für Europa, aber dass wir immer alles bezahlen müssen allein. Müssen wir doch gar nicht. Schon gar nicht allein. Ja, diese Fixierung aufs deutsches Geld beschützen, das ist ja fast schon fetisch. Krankhaft ist das, wirklich jetzt. Pervers. Wir sind mit Abstand der größte Profiteur dieser EU. Im März 2016, ein Beispiel, 2016 lag Deutschlands Anteil am Leistungsbilanzüberschuss der EU bei 84%. Und natürlich wollen wir auch in Zukunft ein Europa, in dem sich alle anderen Länder bei uns verschulden, während wir ihnen gleichzeitig Vorträge über Sparen halten. Ja, das muss man zugeben. Deutschland hat, bezogen auf Europa, schon diese latente Kolonialherrenattitüde. Wenn ein deutscher Finanzminister mehr zu sagen in Europa, ist das okay. Aber nicht, dass ein europäischer Finanzminister möglicherweise sogar über den Haushalt in Bayern bestimmt. Ja, es stimmt doch. Nee, Deutsche, die woanders bestimmen, das hat der Welt noch nie geschadet. Aber umgekehrt, brandgefährlich, brandgefährlich. Unsere Europavisionen beschränken sich ausschließlich aufs Thema Geld. Die Engländer gehen raus und wir müssen es bezahlen. Wo spart man das jetzt ein? Was sagt der zuständige EU-Kommissar? And we need some moderate cuts. Cuts in cohesion, so our structural and social funds. And cuts in CAP, our agricultural program. Ich bin gerade verwirrt. Was sind denn Cuts? Ach, das Musical Cuts, natürlich. Mein Fehler. Das Musical Cuts.
Immerhin hat unsere GroKo in dieser Woche einen Bürgerdialog zum Thema Europa gestartet. Unter der Überschrift "Sprechen wir über Europa" wird da, glaube ich, über Europa gesprochen. Bis Herbst tingelt dazu das komplette Kabinett durch die Lande und fragt uns Bürger nach unseren intimsten Europawünschen. Nebenbei gibt es dazu natürlich auch noch eine hippe Online-Kampagne, betreut vom CDU-Hipster Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren. Albrecht Humboldt. Albrecht, die GroKo spricht mit mir über Europa. Warum eigentlich? Was soll die Aktion? Oh, Jesus! Also, wie erkläre ich das jetzt einem Mann, der seine WhatsApp-Nachrichten noch per Fax schickt? Ja, it's so funny, 'cause it's true. Anyway, wie war die Frage? Ich habe einen tighten Zeitplan. Die Frage war, warum? Ja, sorry, Politik wird eben nicht mehr von oben verkündet. It's 2018, baby! Der Bürger, also die Target Group, die wird permanent eingebunden. Da fragt man, ey Bürger, was geht? Wie fühlst du dich? Was können wir tun? Deswegen ist es so wichtig zu wissen, was bedeutet Europa für Sie persönlich? Was ist Ihnen wichtig? Was können wir besser machen? Hat sie das Hammer performt? Hab ich ihr geschrieben, den Text? Toll! Was können wir besser machen? Wow, haut sie einfach so raus. Subtext, wir sind schon geil, aber was können wir noch besser machen? Noch nicer. Die Merkel ist wirklich die Queen of angetäuschte Bürgerbeteiligung. Weil sie's drauf hat, weil sie die Soft Skills hat, verstehst du? Nein, aber was mir gerade einfällt, es gab doch 2015 schon einen großen Bürgerdialog zum Thema Deutschland. Ja klar, aber da ging es ja um völlig andere Sachen. Die Dialogaufrufe von 2015 und 2018, die kann man ja gar nicht vergleichen. Was ist für Sie wichtig im Leben? Was ist Ihnen wichtig? Darüber möchten wir, meine Kolleginnen und Kollegen aus der Bundesregierung, mit Ihnen sprechen. Ich lade Sie herzlich ein, sich daran zu beteiligen. Oder Sie können an den Bürgerdialogveranstaltungen teilnehmen. Ich freue mich auf Sie. Ja, gut. Gut, inhaltlich gibt's Parallelen. Aber sie hat ja zwei völlig unterschiedliche Hosenanzüge das an. Das stimmt. Ja. Also ehrlich gesagt, machen wir den Quatsch alle ein, zwei Jahre. Ja, damit wir wissen, was der Bürger gerne hört. Und wenn wir dann Wahlkampf haben, dann sagen wir dem Bürger, guess what? Was er gerne hört. Nicht? Jetzt, wo Sie es sagen, 2012 gab es auch einen Bürgerdialog. Und umgesetzt wird nie was. Doch. 2012 wurden zehntausende Vorschläge eingereicht. Und davon haben wir umgesetzt insgesamt 2. Moment, ich guck noch mal. Nee, 2. Ja, sind 2. Und zwar wurden 100 Eichen zum Mauerjubiläum gepflanzt und Sex mit Tieren ist seitdem verboten. Ja, kein Witz. Dürfen Sie nicht mehr. Hä? Ja. Na, jetzt gucken Sie nicht so traurig. Ich kann es ja nicht ändern. Also, 2 Vorschläge. Das ist kein Witz. Können Sie googeln. Hör mal, Humboldt, jetzt kapiere ich das erst. Nächstes Jahr ist Europawahl. Deswegen schon wieder Dialoggeschiss. Ihr sammelt Ideen für euren Wahlkampf. Exakter Mundo. Im Wahlkampf braucht der Deutsche dieses warme Gefühl, dass man sich für seine unfassbar langweiligen Geschichten interessiert. Wie in einer guten Ehe auch. Und deswegen stellen wir jetzt in allen Großstädten sogenannte Mutimaten auf. Da geht der Bürger rein und kann der Chefin mal so richtig sein Herz ausschütten. Hallo Frau Bundeskanzlerin, ich finde es nicht richtig, dass die GroKo ihr Klimaziel für 2020 aufgibt. Ach, und noch eine Sache. Unser Nachbar, der stellt seine Biotonne immer so nah an unser Grundstück. Wenn Sie da wieder mal bei dem anrufen könnten, also das wäre natürlich... Bitte werfen Sie Geld nach. Jetzt bitte Geld nachwerfen. Ja. Und wir haben das auch mit Alexander Dobrindt-Automaten versucht.
aber die werden immer kaputtgeschlagen. Natürlich. Aber hörst du mal, wie wär's denn zur Abwechslung mal mit echter Bürgerbeteiligung? Damit sich mal was ändert. Also Sie haben das Prinzip immer noch nicht verstanden, oder? Ich freue mich auf Ihre Anregungen und Ihre Vorschläge. Denn Deutschland soll so bleiben, wie es ist. Ist das jetzt klar geworden? Leider ja. Albrecht Humboldt, meine Damen und Herren, vielen Dank.